Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wir geben uns heute Haftbefehl West Capital und Posa, wo die Kinder die beiden interviewt haben oder mit Wesel. Darauf haben wir reagiert. Das ist mal was anderes. Und zwar fragen hier Kinder, die hier sitzen, Kinder, die fragen eben, wir geben uns das einfach. Leute, heute Donnerstag 23:59 Uhr. Schreibt mir mal in die Kommentare, was kommen heute für Lieder und auf was soll ich heute reagieren? Ich habe jetzt voll Lust auf das Video. Ich bin voll in meinem Kinderfragen-Rapper-Modus. Aber das ist vorerst die letzte Folge, damit ihr Bescheid wisst, weil sonst bis jetzt gibt es, glaube ich, noch gar nichts sonst. Herzlich willkommen zurück. Ja, später noch die Smashing Pumpkins auf der Bühne. Aber jetzt erstmal Kinderfragen, Haftbefehl antwortet. Das ist irgendwie auch cool, so Kinderfragen. Und Haftbefehl muss dann antworten. Wir sind hier bei Zirkus Halligalli Pro 7, deswegen muss ich hier öfter auf Pause drücken. Ja, wollen wir mal bei dir anfangen? Wie lange darfst du abends aufbleiben? Hafti, wie lange? Wie lange darfst du abends aufbleiben? Ey, diese Kinder, ne? Diese Kinder sind so süß, die leben, die sind einfach. Das sind so zwei verschiedene Welten gerade. Oh Mann. Wie lange darfst du abends aufbleiben? Spätestens bis 22 Uhr. Ja. Bis 22 Uhr. Sogar das ist ja viel für die, wenn der Sandmann läuft, schlafen. Wirklich? Es gibt Schläge von meiner Mutter. Boah. Das war jetzt auch eine Frage, ne? Ich bekomme 5 Euro Taschengeld. Wie? Alter, warte, ich muss ganz kurz nochmal zurück. Aber da sowas zu sagen vor den Kindern, das kann auch nur Haftbefehl. Das kann auch nur Haftbefehl. Okay, wir hören jetzt. Er kriegt 5 Euro Taschengeld. Ich bekomme 5 Euro Taschengeld. Wie kann ich das schnell vermehren? Wie du das vermehren kannst? Geil. Geile Frage, ich höre, geile Frage. Ja, ich weiß nicht, ob die Fragen jetzt von den Kindern persönlich kommen. Kann auch sein, dass wahrscheinlich auch hier Joko Klaas das gemacht haben. Boah, wie kann man 5 Euro vermehren in deinem Alter? Er überlegt so, Dealer geht schon mal nicht, illegal, Clown, sowas, alles in seinem Kopf geht nicht. Oh Mann, Alter, guck mal, er. Weihnachten warten? Du sagst immer sehr viele Schimpfwörter. Okay, ey, ich muss immer halt zwischendurch Pause drücken. Ich pausiere dann schon jetzt, bevor die Frage zu Ende ist. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich spule immer ein Stück zurück. Viele Schimpfwörter. Musst du dir abends deinen Mund mit Seife ausspülen? Geil. Guck mal, wie er die wegschubst. So nach dem Motto, das kommt von euch. Das kommt von euch, diese Fragen. Und Klaas sagt so, sie, wieso? Kommt nicht von uns und so. Es ist schon nice, es ist schon geil. Ich glaube, jede Frage kommt dran. Das sind sehr, sehr schlaue. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich schwöre, ich habe vor so eine Frage gestellt, dich ein Kind. Was antwortest du? Ich möchte gerne wissen, wer der Babu ist. Wenn wir wissen, wer der Babu ist. Oh! Wissen da der Babus? Das war auch eine nice Frage. Das sind die Babus. Okay. Ich muss sagen, ich fühle dieses Interview mehr, weil Haftbefehl ist so, er schämt sich nicht so krass wie zum Beispiel Capital, Bozza oder Wesel, weil das ist ja viel unangenehmer. Da ist gar kein Publikum bei diesem Kinderinterviewen. Du bist nur mit diesen Kindern und diesen Kameras. Das fühle ich schon mehr als sowas, aber sowas ist auch geil. Wenn du auf mein Konzert kommst, bin ich der Babu. Aber wenn wir hier bei denen in der Sendung sind. Jetzt sind wir noch die Babus. Genau. Bitte. Du klingst immer so wütend wie mein Papa. Okay, nächste Frage kommt. Egal, wir gehen nochmal ein bisschen hier zurück. Okay, also ich sag mal so, Haftbefehl, den würde ich mir sehr bei diesem Kinderinterviewen wünschen. Ey, stell mal vor, das wäre krank. Das wäre schon geil. Oder Sio habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Du klingst immer so wütend wie mein Papa, der gerade auf meine Lego-Steine getreten ist. Ist Wut dein kreativer Antrieb? Auf eine Art und Weise schon, ja. Guck. Er bleibt auf jeden Fall gelassen. Bei Haftbefehl ist nicht so dieses Schämen und alles. Deswegen, die Fragen sind lustig. Sein Verhalten ist Hafti halt, ne?
Ja. Wenn du mein Papa wärst, dürfte ich denn andere Kinder hauen? Ja. Was denkst du? Guck mal, wie der guckt. Was denken die denn von mir? Ey, das ist geil. Was denken die denn von mir? Ey, die Fragen sind geil. Der Kleine hier im Grünen, der stellt die besten Fragen. Der stellt wirklich die besten Fragen. Dann musst du das gerade rücken, wahrscheinlich. Was hast du denn erzählt? Ja, ja, nichts haben wir erzählt. Aber ja oder nein? Nein, wahrscheinlich. Natürlich nicht. Ja. Warum? Außer, jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Ey, hier, die hinten, die sich melden, die kommen irgendwie gar nicht dran, auf was ich alles achte. Digga, dieser Scout-Rucksack, kennt ihr das noch? Man war ein kleiner Fleck in der ersten Klasse und hatte schon diesen Panzer als Rucksack. Jemand versucht dich zu schlagen, dann musst du dich wehren. Hm. Ist so, ne? Meine Freundin will Tierärztin werden und ich Babu. Was muss ich dafür können? Was? Er guckt immer rüber, weil er weiß, die Fragen sind von Joko und Klaas gestellt. Er weiß. Ja, die sind schon geil, ey. Das ist schon lustig gemacht. Um Babu zu werden? Trainieren. Er gibt halt kurze Antworten, bisschen unangenehm, ganz bisschen, vielleicht ist ihm das, aber sonst ist es echt lustig gemacht. Also, gefällt mir auch gut, ist schon lustig gemacht, sowas. Ein geiles Format, Rapper mit Kindern zusammen, boah, geil. Beispiel, du willst, der Babu im Fußball spielen sein, ja, dann musst du viel Fußball trainieren, also viel zum Sport gehen, zum Beispiel. Wenn du Musiker, also in der Hip-Hop... Aber ich sag euch ehrlich, diese Frage, trainieren, war einfach die beste Antwort, weil egal was du machen willst, um der Beste der Babo darin zu werden, musst du einfach trainieren. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal Schule, weil ich die Kinder jetzt sehe. Schule, musst du einfach viel lernen. Fußball, musst du einfach viel trainieren. Rappen, sagt er, glaube ich, jetzt auch. Hat er ja mit Hip-Hop gesagt. Muss man einfach immer üben. Übung macht den Meister. Szene der Babo sein. Moin. Wenn du willst, dann musst du viel schreiben. Ne, Kines? Okay, das war eine Reaction auf Haftbefehl. Wer ist der Babu? Kinderfragen nach. Leute, ich hoffe, ihr habt keine Reactions. Wenn ihr sowas aktiviert, dann könnt ihr was benachrichtigt. Check Insta ab. Und ciao.